6.071, lol. Fuck yeah, Alter. Wo könnt ihr sehen, wie viele aushaltet? Wo steht das? Einfach in das Inventar und dann da Ach so, unten. Achso, ich habe 320 Schwert habe ich und 8510 Schild. Alter, ihr habt zu viel Ausrüstung irgendwie. Also urviel Verteidigung. Wo kann ich meinen Scheiß jetzt nochmal verkaufen? Ach, hier oben war das, ne? Also, bei mir und bei Stefan ist ja so, wir sind eher so tanky unterwegs, Digga, aber die und ist halt einfach so Kreuz? Händler, hier kann ich meinen Scheiß verkaufen, passt. Beim Kreuz habe ich 1068. Ach, ich habe 793. Alles klar. Ich habe 723. Ich hab ja ganz am Anfang gesagt, du bist, Anderman, du hast einen absoluten Damage-Dealer, aber wir sind halt, ich bin eher so tanky und mach Damage. Ja. Ich mach jetzt so Anderman, beides. Was hat mir gesagt zum Thema Einschenken, Digga? Entschuldigung. So, ich will die Scheiße nicht hören, das klingt so, als ob du irgendwo ins Glas direkt neben dir pisst, Alter. Das mag ich ja gar nicht. Es klingt aber fucking so, Alter, als ob du einfach stehst kurz. Klingt das wirklich so? Ja, ist vor allem immer zu laut, Alter. Warum ist das so laut? Ich check's nicht. Digga, dein Glas gefühlt einfach direkt daneben steht, Junge. ASMR so, kann weg. Rüstungsplatten, das kann weg, das kann auch weg. Und, oh ja, so viele Helme noch, ne? Weg, 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 so. Alles weg. So viel Müll, Alter. So, scheiß drauf. Ich will jetzt nur noch goldene Sachen ausgerüstet haben, Digga. Alles, was ich habe, ist Gold, Digga. So. Außer das eine blaue da hinten, aber da hab ich nichts Besseres. Gold. So, mein Charakter sieht ja voll dope aus, Alter. Na, warte noch auf Assassin, Digga. Ich glaube, jetzt kommt Warten, Digga. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will mal ganz kurz noch was. Stell mal, dass deine Ausrüstung repariert jetzt. Nö. Mach ich nicht. Ja, meine ist schon Stufe 7. Alter, holy shit, hat er das geupgradet bei mir. Seht ihr das auch? Habt ihr das gerade gesehen? Also ich hab, Digga, ich hab jetzt so eine riesige Schmiede bei ihm, Alter. Lol, echt? Ja, bei mir ist es. Ich hab das jetzt auf Stufe 7 gemacht, Alter. Bei mir ist es auch so eine kleine Schmiede, aber urklein halt. Wie, welches Level ist es bei dir? Welches Level ist es bei dir, Anaman? 6. Ja, guck mal, bei mir ist Stufe 7, Alter. Wenn du auf Stufe 7 macht, Alter, dann ist es richtig heftig. Wie viel Geld hast du bitte? Digga, ich verkauf den ganzen Scheiß. Du tust alles und verkauf es immer wieder. Ich tue alles verwerten. Lol. Ja, siehst du, ich verkauf die ganze Scheiße. Beutetruhe, was ist das denn hier? Siegelring derer von Blizzard. Argon. Was ist das für ein Ring? Warum habe ich den, Alter, in der Kiste? Wertlichkeit. Warte mal, ich kann den. Ja, genau, ich kann die Sachen hier reinpacken, ne? Diese epischen Sachen packen wir da mal rein. Ich will mal kurz gucken, was der Ring kann, den ich jetzt habe. Ring von Blizzard. Wo kann ich den vergleichen? Ah, hier kann ich vergleichen. Ach du Kacke. Legendärer Ring, nur einzeln anlegbar. Die so. Du hast einen legendären Ring? Ja, von Blizzard. Von den Entwicklern. Geil, Alter. Ich pack die mal lieber wieder weg, Alter, so. So, von mir aus können wir weitermachen. Kann ich mal quatschen? Warte kurz. Ja, weil ich hab ein legendäres Schwert, weißt? Ich hab den ganzen Schild auf mystisch, Alter. So, also über dieses Goldene. Es gibt ja Goldene, nochmal dieses Orange-Goldene, Alter. Ja, das Orange ist legendär. Okay. Ich hab so eine fette Rüstung, Alter. Ja, schau mein Schwert an, Alter. Guck dir mal mein Schild an, Digga. Das Schild ist gefühlt größer als, keine Ahnung, Alter. Als die meisten NPCs, die rumstehen. Geil aus. Komm bis Hessen, komm aus dem Arsch, Digga. Gib mal ein bisschen Gas, Junge. Ja, du kannst übrigens uns genau sehen, wenn du auf Gruppe gehst, dann siehst du jeden Einzelnen auf, noch größer sogar. Bist du jetzt fertig? Kann ich jetzt draufklicken? Kann ich jetzt? Ja, warte mal. LOL! Wächst Belials Einfluss in ganz Kaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Der Kreuzzug geht weiter. Aber wir müssen unsere Toten ehren. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Ja gut, dann let's go. Muss ich jetzt mit... Also wir müssen jetzt einfach mit dem Jungen quatschen. Let's go. Meine Flügel an. Ja, ich weiß, hab ich gesehen, cool. Wollt ihr euch in den nächsten Arc begeben? Ja. Ja. Arc endet in 26, 25, 14... Also wir jetzt hier 30 Sekunden rumstehen müssen, bis der Arc zu Ende ist, Alter. Ist der Arc zu Ende? Ich bleib jetzt einfach hier stehen, Digga. Nicht, dass ich eine Cutscene verpasse, weil ich mich bewegt habe oder so, Alter. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ich hab keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie wieder eine Cutscene verpasse, Alter. Einfach nicht bewegen, den Controller, Digga. Einfach Finger weg. Alle werden so aussagen, wenn er jetzt wieder keine Katze bekommt, Digga. Wir sind einfach weg. Alle werden gar nichts. So, bitte muten, ne, wenn jetzt eine Katze kommt, Alter. Ich meinst, wenn eine Katze kommt, oder? Nö.
Jetzt kommt er, ne, ja. Ja, jetzt kommt aber erstmal ein Ladebildschirm. Jetzt kommt die Cutscene, glaube ich. Ja. Okay, ist Diablo 2 rechts oben, dreht sich. Ja, komm, Cutscene. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen. Freiwillig. Die Menschlichkeit, die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram ist nun sicher. Aber das ist erst der Anfang. Kaldeum, die große Stadt des Ostens, ist unter den Einfluss des Höllenfürsten Belial gefallen. Mit ihm habe ich ein ernstes Wort zu reden. Okay, so Cutscene, was geht? Okay. Finden mal, was geht, Digga. Kann man sagen, was er will, Digga. Diablo 10 vor 10 Cutscene, Digga. Ja. Alter, wer hat dieses scheiß Haustier hier am Start? Wen gehört diese Zecke, die hier rumrennt? Ich, mir. Und, was ist jetzt hier? Das, Digga, das pocht so weird, Alter. What the fuck, Junge? Ach, Leute, wir haben das jetzt unser neues Gebiet hier, ne? Wo wir upgraden können, so ganz scheiß. Ah. Ja. Achtung, ich hab ein Buch bei mir, bitte ruhig sein. Nein. Oder? Nein. Ah, nee, kann ich gar nicht sagen. Hier können wir unserer Ausrüstung eine neue Form geben. Sozusagen, ja, die macht. Nimm wir noch gleich für Damage und alles. Nur du kannst halt sie anders aussehen lassen. Fühl mich gerade so, als hätte ich einen Film geguckt. Ja, also die Cutscene war echt geil, Digga. Die Cutscene war echt geil gerade. So, ich quatsch die mal an. Kaldeum.
Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr, da Caldeum nun unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Ihr zwei findet heraus, wo sich Belial aufhält, während ich Magda aufspüre. Euer Onkel wird gerecht werden, Lea. Okay. Okay. Let's go. So, jetzt müssen wir hier oben lang, ne? Ja, einfach nur hier oben lang, nice. So rein. Na, da, so. Jetzt klatschen wir uns wieder durch die ganzen Gegnerhorn durch. Oder auch nicht. Wache, woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Ich jage Magda. Wisst ihr, wo ihr Ziel liegt? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Okay, dankeschön, okay. Was sind wir hier, Flüchtlinge? Alter, wir sehen so weird equipped aus, ne? Irgendwelche Engelsflügel, irgendwelche Dämonenflügel, irgend so ein kleines Alter. Ding, was in der Rennen. Hauptsache, ich halte mich sogar auf ganz dezent, Bruder, aber ihr haut halt richtig rein mit euren Ich sehe aus wie ein normaler Mensch. Ding, ich fucking Flügel. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Okay. Ausgezeichnet. Dann können mir diese Kultisten ein paar Fragen beantworten. Okay. Ihr habt vor, sie zu töten, richtig? Ich werde euch begleiten. Ja, okay. Komm mit. Noch ein Charakter mehr, der sich unserer Karawane anschließt, Alter. Noch einer mehr, wir sind die ganze Muppet-Show, Alter. Aber ich durchschaue sie. Ganz am Flüchtling. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Alter, wir erinnern einfach sonst für den Junge. Danke für die Warnung. Oh nein, Insekten! Oh nein! Leute, die Dinger heißen Tier! Insekten! Der Dinger heißt Tier, Alter! Die fliegen ganz irgendwie Stein auf den Kopf! Oh, der stirbt schön! Er stirbt schön! Cool! Mashallah! Ruhe und Frieden! So, einfach durchrennen, Junge! Ich meine, was wollen die machen, Digga? Die Steine treffen uns kurz am Kopf, wir verlieren ein bisschen Leben, drauf geschissen. Obwohl, verlieren wir überhaupt Leben? Digga, diese Steine können uns niemals im Universum umbringen, Alter. Ich bin unzerstörbar. Warte, ich muss meinen Zauber wirken. Die Straße ist versperrt. No shit, Digga, du kommst klar, ob es versperrt ist. Okay, jetzt kommen ein paar Gegner, 2 Sekunden später tot. Wer redet gerade? Die sind schon alle tot, Digga, alle enthauptet. Weißt du, ich hab alle schon enthauptet und er sagt, euer Knochen verschlingen. Fuck. So, mach auf die Scheiße. Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Ich danke euch, Irena. Aber es scheint, als würdet ihr noch viel mehr tun, als Reisende zu retten. Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Ja, nice, danke schön. Ach, vorher Let's go. Nicht, oder was? Ich renne einfach genug sichtbare Wand weiter, obwohl die Ding schnell ist. Hinter euch! Schöpft oh, Gegner. Ja, lass uns die Dinger kurz umbringen. Dauert. One slap, bro. Bam, Alter, wechselt sie überhaupt. Warte, da ist die Mission. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut ja, gegessen. Ulf. Gibt es von denen auf dieser Straße noch mehr? Noch schlimmer. Kultisten wirken in 2 ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden. Wieder einfach immer an der Mantis, wie steht, Alter? Die Magie der Kultisten scheint. Ja. Nekromanen, sie haben uns gerettet. Wie ist ihr Name? Damit ich sie vor meinen Kindern erzählen kann. An der MTV! Ja, was für Tütchen Kaffee? Ich wollte gerade sagen, sagt der Tütchen Kaffee, Alter. Ich heiße Sarah in diesem Spiel, Digga. Ich heiße hier. Ja, ich hab hier Namen eingegeben, Digga. Holzfolia heiße ich. Was? Holzfolia? Ja. Ich heiße Angel. Digga, Flex, Digga. Mengen Holz. Hier ist noch eine Illusion. Oh, das ist ein Dungeon. Ganz kurz rein in den Dungeon, Digga. Ganz kurz rein hier. Rein. Und dann das klatschen wir raus. Rein, alles töten da raus. Wir sind einfach solche Leute. Einfach rein und alle töten. Einfach rein, kurz alles umbringen, dann einfach wieder raus, Junge. Ja, genau. Nochmal einfach den Cäsar. Ich kam, ich sah, ich siegte, Digga. So einfach ganz. So einfach geht das, Digga. Wir sind einfach Loot-Geier. Wir brauchen einfach nur Loot und das war's. Weil du kannst dich einfach so schnell durchknüppeln, ne? Guck mal, der Sans kommt nicht mal hinterher, Alter, der rennt die ganze Zeit nur rum. Ja, okay, den müssen wir eh nicht töten. Wir müssen also wie geil, guck mal, hier kommen fast keine Gegner, Alter, wir rennen hier einfach nur lang. Kommt ab und zu so ein einziges Insekten, das war's. Oh, kein Solch, nicht mit.
Oh, ein fettes Schild, Junge. Holy shit, Bruder. Das Schwierigkeit gerade ist auch so hardcore. Ich hab gerade irgendwelche Gift-Dinge abgekriegt, Junge. Guck mal, ich habe mich instant gegen. Ich kann einfach hier stehen bleiben, wenn ich das Ding angreife. Aber was ist das denn gerade? Leute, wir haben ausgespuckt. Hier, wieder volle Leben, Digga. Eine Sekunde, nachdem ich das Ding ausgespuckt habe, wieder volle Leben gehabt. Nice. Ja. Macht Sinn. Digga, aber, also ganz ehrlich, ne, wenn ich das nicht wüsste, würde ich sagen, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad, Weicheischuppen Junior, Alter. So der einfachste Schwierigkeitsgrad, den gibt in diesem Spiel. Ja, aber zocken einfach auf fucking normal. Du hast die Schwierigkeitsgrad eingestellt, Stefan. Ja, aber zocken auf fucking normal, Digga. Digga, nur weil du Weicheischuppen Junior haben wolltest, Alter. Digga, du bist ja. Weicheischuppen Junior, ich hab Alter. Gesagt, machen wir auf Stufe 20, aber egal. Ja, warum hast du nichts gesagt, Digga, vor der Aufnahme heute? Warum hast du nicht gesagt, von wegen, ey, lass mal kurz auf Schwierigkeitsgrad umstellen, bevor wir spielen? Ja, das hab ich vergessen. Ja, siehst du, ja, ich auch, Digga. Also, ja, das ist so dämlich, Alter. Ich bin einfach so dämlich, Alter. Ich bin der einzig Fehlerlose hier, Alter. Digga, du hast auch nichts gesagt, das ist, ja. Du hast gar nichts gesagt. Mir hat man auch nicht gesagt, du Digga, mir hat man aber auch nie gesagt, dass ich ihn dran erinnern soll. Ja, Digga. Ich hab gesagt, dass ihr mich diesmal einfach dran erinnern sollt. Das war an euch beide gerichtet, ihr Fivehats, Alter. Du hast gar nichts gesagt in der Richtung, Digga. Aber gar du hast es auch vergessen. Ja, natürlich hab ich's vergessen, Digga. Ja, aber das macht Schaden. Dafür nicht aus. So ist irgendwas, das macht Schaden. Oh mein Gott. Nice, Digga. Nice, Handschuhe. Ah, ich bin wieder vorne. Digga. Ist hier unten irgendetwas, Alter? Hier sind irgendwelche Eiersäcke, Alter. Weird. Steinhaufen, das ist klar. Eiersäcke. Das kenn ich. Ja, ja. Oh ja, wieder ein paar Gegner! Digga. Digga, die halten Alter. Nichts aus, Digga. Du machst sie einfach so easy weg. Ah, schade. Wir haben übrigens gerade einen Sprint-Boost, ne? Weil wir Gegenstände kaputt gemacht haben. Zack. Schon so weird, aber okay. Teuflischer Ghoul. Okay. Großer Gegner, oder? Nee. Was ist das für ein Dungeon, Alter? Wir rennen die ganze Zeit einfach nur lang und schreddern alles weg. Kommt hier immer noch ein großer Gegner oder sowas? Ja, gib dir dem Dungeon die Schuld, Digga. Ja, hier soll doch irgendwann mal was Großes kommen, Alter. Das ist hier... Wir rennen einfach nur lang. Digga, selbst wenn was Großes kommt, Alter. Ja, was Großes hat immer guten Loot dabei, Digga. Diese kleinen Ungeziefer hier haben halt nichts. Die haben vielleicht 50 Cent Portemonnaie und das war's schon. Aber sie haben Geld. Tasche Geld von der Mutti mitbekommen. Sie haben Loot. Ja, aber dieser Loot ist beschissen, den sie haben. Oh, Leute, das ist ein riesiges Schild rausgeploppt, Digga. Der Moment für so ein ganz kleiner Gegner, so ein riesiges Schild ausploppt, was dreimal so groß ist wie er, Alter. Ja. Beste Leben, Alter. Jo, ich hab so ein fettes Schwert, Alter. Gefühlt mein Schwert ist größer als mein Charakter. Das ist doch auch. Digga, das ist so ein riesiger Oschi, Alter. Oschi. Ich hab mal, wenn er in seine Hose schaut. Ja, sorry. Also, ja, komm, wir sind im Kreis gelaufen. Wir haben alles gemacht schon. Mehr ist hier nicht. Guck mal, wir sind einfach im Kreis gelaufen hier. Nee, hier schon. Sag jetzt weiter, oder? Nee, hier waren wir schon. Guck mal, hier waren wir schon. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Hier ist nichts mehr. Lol, da ist ja gar nichts. Was für eine Scheißhöhle. Nice Dungeon, Bruder. Alter, wie früh hast du es bemerkt, Alter? Mashallah. Naja, gleich sind wir hier wieder draußen. Dann gehen wir wieder woanders rein. Na, schade. Loot war beschissen. Gegner waren leicht, Alter. Keine große Herausforderung. Niemals. So, ich bin der Erste, der draußen ist. So. So, lass mal direkt in die nächste reingehen. Einfach nur Speedrunnen. Das geht. Einfach rein. Puh, in den einfach Jahr. Rein da. Geheimer Alter. Einfach rein. Zack. Wo sind Gegner? Da. Das ist doch dieser eine Gegner. Du kriegst Fähigkeit, Digga. Ich krieg auch Fähigkeit, wir sind so schon OP, Alter. Wir brauchen einfach nur A-Spam die ganze Zeit. Das kannst du nicht ausdenken, Alter. Ich hab's nicht ein paar Mal. Guck mal, jetzt will ich mal ein paar Mal mein Schild rein. Tot. Ist unterbrochen. Oh, ja, du hast keine Ahnung, wie meine Fähigkeit ist, Alter. Digga, ich brauch keine Fähigkeit, Junge. Ich drücke aber die ganze Zeit A und alles stirbt. So, jetzt sind wir durch hier? Okay, jetzt können wir wieder rausgehen, okay. Habt ihr Loot? Sklave. Nein. Scheiße. Ich steh aber so ein Tier einfach weg. Einfach kurz umgebracht. Was für Fußspuren? Wo hat sie hier Fußspuren gesehen? Leute, ist ein Tornado! Leute, ist ein Tornado! Bei mir ist ein Tornado! Leute, macht Damage! Macht das Damage? Ja, oder halt nicht, aber ich habe mich sofort wieder gegen, also. Das ist wie so ein kleiner Kratzer, den ich auch abbekomme. Na komm, hey, komischen Dinger hier, ich bringe euch einfach alle ran hier. Immer schön alle rankommen hier, immer alle rankommen. Dann mach ich euch eingleichzig Damage. Geil. Mensch, Stefan, was würdest du ohne uns machen, Alter? Was ist Digga, umbringen! Nur ein bisschen langsamer. Um einen zu. Oh. Bist du fair? Nee, ich hab eins, Digga. Get my horse is amazing, Digga, so ein Ding. Na, kommt der hier scheiß Insekten, Alter.
Warum schießen diese kleinen Insekten noch kleinere Insekten, Alter? Das ist so, als würde ich mit kleinen Menschen nach Menschen werfen. Was? Das macht keinen Sinn, Digga. Das kannst du nicht ausdenken. Ja, meine Fähigkeit ist halt absolut OP, Alter. Ich kann einen Typen mit einem Fluch belegen. Alter, wir alles sind absolut OP. Mach ich dann auf den. Hexe, mach Zauber. Mehr zaubern. Hexe, mach Zauber hier. Als ob meine Pfeile da nicht durchgehen, Digga. Willst du mich rollen? So wie die einfach rübergehen können, Alter. Ich roll mal kurz gegen. So, ich kann hier nicht rüber. Aktive Fähigkeit, passive Fähigkeit freigeschaltet. Unzerstörbar. Wo ist die Zauberin? Ja, die ist doch hier. Mach doch. Alter, die ist zu behindert. Ritual verstecken können sie unterbrochen. Schatten in der Wüste. Wir müssen das Ding unterbrechen, dieses Ritual. Guck mal, was da steht, links an der Seite. Ich glaube, wir müssen mal zurück da, wo wir gerade waren und das Ritual unterbrochen haben. Ja, wir müssen irgendwas finden. Fallfeld an der Man. Noch nicht bereit. Ja, ich weiß. Ich bewege mich da mal ganz schnell hin. Ich bin da mal bevor euch da, wegen meinem Pferd und so ein Shit. Oh, bring mal irgendwas um, dann krieg ich ein bisschen XP. Oh, bei mir ist ein Gegner. Bring ihn einfach um. Als ob welche nicht runterkommen, Alter. Willst du dich verarschen? Heftiger Gegner. Na, ich renn mal kurz weg. Ah, hier ist der Weg nach unten gewesen. Genau, hier. Hier muss ich wieder runter. Oh, lol. Hexensekten. So. Gleich bin ich wieder unten, dann geh ich nochmal ganz kurz rein und guck, was dann passiert. Eigentlich müsste da ja was passiert sein, Alter. Wir waren da ja drinne. Ja, wir haben diesen Sklaven befreit, aber der hat kein Loot gehabt. Lol. Also war es komplett unnötig, wieder mal. Er hat kein Loot gehabt, dann haben wir wieder eingesperrt, so irgendwo. Ja, wir haben wieder eingesperrt, Digga. Was, was kein Loot, Digga? Zurück mit dir. Na, guck mal, links oben ist ja immer noch die Mission, Digga. Ritual ist. Ja. On the road again. So, ich bin jetzt wieder hier unten, Alter. Kann ich hier unten irgendwas machen? Ach ja, jawohl, hier. Ich hab hier ein Buch. Bei mir ist ein Buch. Du ruhig sein. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo. Ich habe einen. Okay. Was ist? In der Zeit, wo du jetzt gerade das Buch angehört hast, haben wir jetzt das Dungeon gefunden, was wir noch hätten machen müssen. Ja. Achso, ja gut. Ja gut, ist so cool, Digga. Ich hab gerade. Ja, scheiß drauf. Gefangener. Ich schulde euch mein Leben, ja, dann stirb. So. Ah, jetzt Typ, die ich anquatschen muss. Dann stirb. Was macht ihr? Nimm mir nicht auf den Sack und gib mir einfach Loot. Ist deine Schatzkiste. Ruhig. Lol, bei mir ist eine Schatzkiste, komm mal her hier. Komm mal her zu mir, komm auf. Können wir uns die Beute teilen. Der hat dir gerade gesagt, hier unten ist eine Schatzkiste, Digga. Du holst jetzt eine Schatzkiste hoch. Oder ein Gegner, ich denke mal, der wird das Hinterhalt. Ich brauche etwas Zeit, um das zu beheben. Nee, da ist eine Schatzkiste. Ja, er meint, er hat eine Schatzkiste, die holt er hoch, ja, aber ich denke mal, das ist ein Hinterhalt, würde ich sagen. Und da kommt Gegner jetzt, okay. Alter, diese Sklaven arbeiten gar nicht. Ja, was für Sklaven, Digga, die so arbeiten die nicht, Alter. Wir gehören wieder ins Arbeitslager. Wow, Alter. So. Ich glaube, ich habe es! Geschafft! Hast du irgendwas gemacht gerade, Alter? Er hat gar nichts gemacht. Junge, guck mal da unten die fette Kiste an, ich soll mal langsam hochholen. Der macht doch gar nichts, der Typ. Digga, wir müssen erstmal die Monster umbringen, damit er wieder was macht. Guck. Da kommt sie! Ja, jetzt. Nice. Stark, Stefan. Danke. Ich nehme mir meinen Anteil und ihr könnt. Ich nehme meinen Anteil, was? So easy. Oh yeah, Digga. Oh yeah. Random Stuff Herausforderung. Okay. Hey, damit. Einfach alles her damit. Weiter. Let's go. So, jetzt können wir weiter mal mit der Story, Digga. Aber schon war eine nice Kiste, Digga. War bestimmt eine Menge Geld drin. Ich brauche Loot. Das ist schön. So. Okay, my horse is a man. Ah, die Brückenillusion bin, also die Schlange getötet. Schauen wir es uns selbst an. Unabsichtlich. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Jetzt mach das scheiß Ding, juck mich doch nicht deine scheiß Geschichte, Alter. Mach einfach die Brücke halt im Vorgehen können. Jetzt müssen wir es auch noch ich ansprechen. Bin nicht aus Kaldeum. Jetzt müssen wir es auch noch ansprechen. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine mach doch, Henry. Professor, wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir... Alter!
Ich wollte das hören. Spaß, Alter. Er hat X gedrückt, Digga. Anderman. Ich hab nicht X. Nein, ich hab wirklich nicht X gedrückt. Anderman hat gedrückt, Digga. Anderman hat B gedrückt. Nein, ich hab nicht gedrückt. Ich benötige mehr Zorn. Ich hab nicht gedrückt. Du hast gedrückt, Digga. So. Oh, jetzt ist Speicherpunkt. Wir können wieder zurück teleportieren. Stuff auszugeben, abzugraden, so ein Shit. Wollen wir mal kurz machen? Go back to home! Mal kurz wieder zurück zum Lager hier. Wo bist du, Alter? Arbeitslager oder was? Aber zurück zu verstecktes Lager, Digga. Muss kurz mein Stuff hier upgraden und so ein Shit. Was ist das denn hier? Alter, wer ist das? Handwerker. Küche, Alter. Was hat die für Waffen, Alter? Ach, Leute, ich kann das anpassen, ne? Stimmt, die kann ich dieses Aussehen anpassen, Alter. Transmog? Was? Ich bild die Alte jetzt mal ein bisschen aus. Nur es kostet 1000 das Ausbilden, Junge. Die ist jetzt schon Stufe 7 bei mir. Ausbilden. Lol, ganz lange hat sich bei mir komplett verändert. Ausbilden. Ausbilden, ausbilden, ausbilden. Was soll ich sagen? Ich habe auch so viel Cash, Junge. Ausbilden. Einfach komplett durchgebildet, Junge. Ja, ich habe gar kein Geld mehr. Stufe 11. Digga, Anderman, seine Hälterin hat eine höhere Bildung als er, Alter. Die Bestie hat bei mir ein Bazaar. So, ach, hier hinten ist der Händler, Digga. Als ob der Händler so weit am Arsch der Welt ist, Alter. Die hat einfach von mir ein Bazaar. Auf ihrem Basis. Ja, bei mir auch. Nichts Persönliches. So, ich hab einfach null Geld mehr. Gar nichts mehr. Ja, passiert halt, ne? Ach Gott, Junge, der Loot ist so scheiße, den ich hier rausbekommen hab, Alter. Das ist jetzt eine Eigenschaft für ihn. Giftschaden. Ah, okay. Ritter-Erlösung. Klingt nice, die Waffe, aber die ist übelst schwach. Das kannst du nicht ausdenken. So. Ja, jetzt mal kurz neue Gürtel. Krümelchen. Das Kind. Wappenzahn. Was kann ich denn mit dem Wappenzahn? FV-Punkt von dem Gegner. Ah, schwierig. Warte mal, muss ich erstmal das wieder ausrüsten. So. Ehrendame. So. Ey, warte mal, ich wollte verkaufen. Ehrendame. So. Ehrenkind. Wie viel Cash habe ich jetzt noch gar drauf geachtet? Ich habe jetzt wieder 7000, okay. Ja, besser als nichts. So, was kann ich hier machen bei dir, Bruder? Hast du irgendwas Interessantes? Warte mal, hast du gerade eine Katana gehabt, Digga? Als ob du eine Katana hast, Junge. Ich kann es herstellen. Benötigt Stufe 44, würdest du mich ficken, Alter? Ah, hier 23. Ich könnte mal auf 23 herstellen. Nee. Oh, ich weiß nicht, Alter, ob das gut ist. Ich denke mal nicht, dass das Schwert gut ist, Digga. Ich würde gerne das hier oben herstellen, Alter. Das fabelhafte Nagamaki, Alter. Ich habe auch mehr als genug Ressourcen, um das herzustellen, aber es ist halt erstens zu weit oben.